Augen auf und hören zu. Wir sind wieder Brainless Play. Ich bin hier mit Ferner Verlaine. Und ich mit Saffron. Und ich spiel jetzt Mario Mon. Und ich bin mit Ferner Verlaine hier, falls ihr es nicht mitgekriegt habt. Ja. Yay, lass uns eine schöne Zeit zusammen haben. Was zur Hölle ist das für ein Biker? Voll der Softie-Biker. Steht bestimmt auf Kuschelrock. Banzai Bill! Okay, okay. Du kannst. Ich habe vergessen, ihnen Tränke zu geben. Ich weiß. Und vergiftet. Ich glaube, es wird sterben. Ja, es wird sterben. Nein, Sippo wird nicht sterben. Du wirst 9 Schritte nach diesem Kampf tun. Haben wir irgendwie so einen Top-Heiler? Nein, und den würden wir jetzt auch nicht benutzen? Doch! Alles um Sippo zu heilen, meine kleine Sturmfackel. Deine kleine Sturmfackel? Ja. Alter, Sippo ist ungefähr Funkensprung. Andere Pokémon haben Sippo als Attacke. Verstehst du das? Oh. Ja, das ist mir wurscht. Wo ist es denn? Antidot? Auch ja, wenn er gleich wieder vergiftet ist. Benutzen wir lieber 3 Runden, um das Viech zu heilen. Ja. Du hättest doch einfach... Haben wir noch bessere Potions irgendwo? Wenn wir nicht gerade irgendwie einen Hypertrank haben. Oder ein Wasser oder so. So. Na warte, und... Okay. So viel zum Thema Banzai Bill. Banzai. Mach Punch. Der ist immer als erster dran, der Mach Punch. So. So. Donkey ist einfach so OP. Okay. Und jetzt kommt der Bullet Bill. Warte mal, Mach Punch war der Schwächere unserer Kampfattacken, nicht wahr? Ich weiß es nicht mehr. Aber er kommt als erster dran. Ja. Das ist ziemlich egal, wir sollten die höhere Initiative haben. Gut, Bullet Bill ist tot. Donkey kriegt mehr EP und noch ein Banzai Bill. Banzai? Da steht Banzai Bill. Tut mir leid, aber da steht Banzai Bill. Das macht einfach keinen Sinn. Oh, wow. Ein Banzai Bill, das ist... Ja, ich weiß. Ich meine, Banzai ist falsch geschrieben, aber... Banzai! Okay, wir müssen doch irgendein Beleber haben. Revive. Da. Sippo, nein! Ja, passt schon. Ich meine, es ist ja nicht mal Kamikaze oder Kamikaze. Oh, ich hätte tatsächlich einen Hypertrank, aber... Was irgendwie gefährlich sein könnte, aber... Blablabla. Wirklich. Ja. Und Supertrank. Wir haben genügend Geld. Halt die Klappe. Okay. Derzeit hättest du auch zum Pokémon Center gehen können. Nein. Doch. Ich muss meine armen Pokémon heilen. Wir haben aber auch kein Glück, oder? Scheiß drauf, Bände des Kampf. Also, ach. Aha. Diese blöd... Ich tu mich nie mit der Steuerung schwer, wie du es vorher gesagt hattest. So. Nein, ich tu mich immer noch damit schwer, dass die Bag rechts oben ist und die Pokémon links unten. Ich habe wenigstens eine Ausrede. Ich spiele zurzeit auf dem 3DS die ganze Zeit die X-Edition. Da habe ich nun mal meine Tasche und meine Items auf der X- und der Y-Taste, die hier auf dem Controller anders liegen. So. Und deswegen... Bäh. Yay, Geflügel 29. Hm. Ich frag mich, zu was es sich entwickelt. Brathähnchen. Wow. Da fällt mir ein, ich hab noch Truthahnbraten. Die Glatzkopf-Cameron haben wir besiegt. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht auf die Idee und ändert seinen Typen. Oh nein. So, diesmal. Oh. Dieser hochlevelige Bond und wir haben immer noch keine ordentliche Feuerattacke auf sich. Weiß, das ist voll nervig. Und halt auch keine gute Verteidigung, ne? Nee. Oh oh. Okay, er kann nicht daneben hauen mit Lock-On, ne? Nicht, ja. Ich mach nichts vom. Oh, komm! Oh. Yeah. Du kriegst aber so einen Mach-Punch auf die Birne.
Du hättest doch Vögelchen nehmen können, weil Boden ist auch sehr effektiv gegen Stahl. Das ist mir egal. Ich weiß zwar nicht, wer auf die Idee kommt, aber... Ich verstehe manchmal was nicht bei den Typen hier. Was, der will mir mein Fahrrad klauen? So ein Arschloch. Seltsamerweise könnte er uns theoretisch besiegen. Und wir hätten trotzdem unser Fahrrad noch. Ja, weil wir bloß in Ohnmacht fallen. Wir fallen bloß in Ohnmacht, man kann uns nicht mehr ausrauben. Genau. Was macht eigentlich Snatch? Klaut uns ein Item, das wir halten, wenn wir ihn angreifen? Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was das auf Deutsch ist. So genau. Also ich... Haben wir... Knockoff ist Abschlag. Ja. Das weiß ich, das nimmt dann das Item für den Kampf so ab. So, unser Nippelchen ist gewachsen. Aber Snatch könnte tatsächlich Raub sein. Und uns dementsprechend das Item klauen. Gab's hier nicht irgendwie eine Steigung nach unten? Ah ja, da ist sie ja. Hier gibt's auch Ponitas normalerweise zu fangen. Bergauf. Hat wieder Berger. Und what the fuck? Ich will's haben. Aber hallo. Was bist du? Ich will dich. Ich will dich sogar ins Team packen. Ich schmeiß alles raus, damit das ins Team kommt. Autsch. Au. Okay, wahrscheinlich Feuer und Eis oder so vom Typen Combo. Ja. Das heißt, was setzen wir ein? Gar nichts im Moment. Wir nehmen. Danke. Und dann hoffen wir, dass der Gift ihn noch ein bisschen schwächt und dann. Werfen wir ihm halt ein paar. Du hast doch gesagt, das muss reichen. Ja. Und hey! Auch das erste Mal. Elemental. Moment. Tatsächlich eine gefrorene Flamme. Sein Körper kann sich auf die veränderlichen Klimata einstellen und es kann in der einen Sekunde gefroren und der nächsten in Flammen stehen. Gefroren sein und in der nächsten in Flammen stehen. Asperger. Der ist so... Warum hast du ihm keinen Spitznamen gegeben? Ja, dann geben wir... Du willst ihn wirklich ins Team? Bandit? Braucht wenn's er den geht hier? Schon. Ja. Schnabel. Ja, perfekt. War genug. Oh nein. Das ist eine Kampfattacke, die interessiert uns wenig. Also sind wir in der Folge mal wieder auf Pokémon oder Mario Maniac. Ach, passiert. Ein Dieb-Pokémon. Bei dem Namen auch kaum verwunderlich. Ach, wirklich? Ja. Es liegt im Hinterhalt und wartet darauf, alles, was es kann, zu stehlen. Wenn es etwas gestohlen hat, dann haut es ganz schnell ab. Nein, du kriegst keinen Schutznamen. Wahnsinn! Ein Guni! Müssen wir es auch hier fangen? Ja. Im Zweifelsfalle, ja. Oh, ich habe vergessen, dass wir ja Boden sind. Und? Flug und Boden... Boden interessiert Flug eigentlich gar nicht. Und Flug interessiert Flug auch nicht so sonderlich. Noch, der kann auch einen Tackle. Das ist genau richtig. Ein Flatschtod. Bubble Beam. Blubstrahl. Ja. Yay, wir haben ein Guni. Heute geht's aber Schlag auf Schlag. Ja. Einen Möwen-Pokémon. Yay, ein Dopey, keine Ahnung. Flappy. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ein merkwürdiger kleiner Vogel, der es liebt, in Rudeln zu fliegen. In Schwärmen. Ihre große Anzahl kann sogar die Sonne verdunkeln. Danke. Wow. Wie in 300. Das waren Goonies. Die haben mit. Okay. Da ist nochmal. Fang das! Dann kannst du es wenigstens. Naja, gut, es gibt hier auch irgendwo nochmal ein Ding. Das auf die Vorspultaste drücken. Ist hier im hohen Gras echt. Haha. Kann einem hier. Du stößt aber auch wirklich in jedem Grasfeld auf ein Pokémon. Okay. Raus vom Berg. Ich muss nicht schnell. Wir können es theoretisch fürs Freezy raustun.
Was raustun fürs Freezy? Wir können das Elemental durch ein Arnion Elemental ersetzen. Ja, lass mal schnell gucken, unser Elemental, was das jetzt genau ist. Müsste so um die 90 sein, wenn es die Nummer von Dings hat. Da. Moment, das entwickelt sich nicht. 132. Mal. Das ist Dings. Feuereis. Na. Du musst jetzt schnell den Pokémon-Song in deinem Kopf singen, damit du alle durchgehst. Nee. Aber ich mag Arnie eigentlich. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte entweder irgendwie was wie Rosana sein oder Sichlor. Irgendwo da. Also ich denke, es ist Sichlor. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Würde Sinn machen hier auf der Strecke. Naja, aber da wir ja schon Sippo als Feuer-Pokémon haben. Ja gut, wenn sie es nicht entwickelt, dann müssen wir es auch nicht mitziehen. Aber es ist toll. Und auf die Fahrräder, fährt euch los. Aber es ist trotzdem toll. So. Ja, und wir haben eigentlich auch eine Ice-Coverage mit Arnie. Ja. Ach Gott. Aber dann werden wir halt nicht mehr schwach gegen Feuer mit Arnie und dafür schwach gegen Wasser oder so ähnlich. Ja. Hat alles seine Vor-. Ach verflucht, ich vergesse immer, dass dieser Ballboy ja einen Steinwurf kann. So. Es aber ist wirklich Arschloch, was die. Chuck, 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 Chuck ist auch Kampf. Müsste die Weiterentwicklung sein von irgendwas. Naja, Augenbraue. Confusion! Super. What? Ach komm! Da. Wieso? Weil wir neutral auf Dings stehen. Flug. Einfach fly. Okay. Er hat die höhere Inni. Ja, weil er entwickelt ist. Wahrscheinlich. Wir probieren's. Ne, ist wurscht. Ist. Thundershock. Oh. Okay. Amber. Nein. Nimm Thundershock. Ich wusste, dass jetzt Felswurf kommt. Wow. Ja. Nur wegen Feuer. Das ist. Und. So. Sternschauer. Vielleicht sollten wir mal irgendwie. Ich radel jetzt einfach durch. Was sind da auf den Schildern, verdammt nochmal? Oh nein, Trainer-Tipps. Ah! Lasst mich in Ruhe mit euren Trainer-Tipps. Ja, du willst nicht mehr kämpfen? Nein. Die nerven mich. Okay. Okay. Ich auch. Und da unten gibt's noch ein paar Vogelzüchter, mit denen können wir da trotzdem kämpfen. Ja. Fahrrad zu manövrieren, eine Treppe hoch zu manövrieren, ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Ach, wirklich? Ich mach das nein, wir wollen nicht Sniffet für The Chimp. The Chimp. The Chimp. Haben wir ein Sniffet? Nein. Wir haben es auch noch nie gesehen. Wir haben auch The Chimp noch nie gesehen. Oh, da ist ein Lapras im Pokémon Zoo. Eine grausame Einrichtung. Wilde Pokémon in Freiheit einzusperren, statt in kleine Bälle, die ihr natürliche Heimat sind. Ah ja, sehe ich sehr ähnlich. Na, und welche Theorie vertrittst du? Sind die Pokémon in den Bällen geschrumpft und haben ein wunderbares Leben? Oder eher eingequetscht und gepfercht? Oder vielleicht doch in ein künstliches Koma versetzt? Sodass ihr Leben immer nur außerhalb des Balls stattfindet? Moment. Ich denke, dass in diesen Bällen. Diese Bälle sind ein Zugang an die Matrix, okay? Hey, Lapras! Aha. Okay, die Matrix. Ja, und wenn du einen Pokéball auf ein Viech wirfst, dann wird's aus der Matrix rausgenommen. Und also sein Matrix-Zugang wird abgeschaltet und erst wenn du es wieder freilässt, hat es dann wieder Zugang zur Matrix. Interessant. Ja. Auf jeden Fall ist Kabuto ein Maschuk. Ja, aber wir haben ja das. Na, war der Helix? Ne, Helix ist egal. Ja. Wir können beides kriegen. Und das ist das. Wie heißt? Mega Man. Ja, aber Kangaskhan. Kangama. Kangama, danke. Oh, der Pokémon. Chanera. Chanera ist Peach. Bitch. Und Voltoball ist Tap-tap. Ein.
Tap-Tap. Und ein Flagmon ist ein Fuzzy. Das haben wir aber schon. Ja. Okay. Da ist der alte Sack, dem die Zähne... Nee. Nee, das ist irgend so eine Trainerschule. So ist wie es ausschaut. So, die letzten zwei VMs sind alle in der Safari-Zone versteckt, nicht wahr? Und die kriegst du sogar mit einem Mal hin. Das habe ich das letzte Mal geschafft. Ja, das ist nicht leicht, aber man schafft. War gar nicht so schwer. Okay. Ich habe es eigentlich schon so oft gemacht, dass ich das relativ intuitiv mache. Okay, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Falls es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like, einen Kommentar oder Abo da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn wir die Safari-Zone rocken. Bis dahin. Tschüss. Festung ganz allein gestürmt. Nackt und mit wildem Gebrüll. Ja. Die Geschichte lässt jeden Wächter schlottern. Stimmt allerdings nicht ganz so. Ich war nackt, habe gebrüllt und ich war sturzbetrunken. Genau, anders ja. Funktioniert das bei ihm auch nicht. Ja. Das würde dir wohl zu gern missen, meine Liebe. Oh, ich glaube, wir haben eine neue Love Interest. Das einzige Teil.